So, Leute. Nächste Folge BTDX. Wir wollen noch endlich mal was schaffen. Hoffentlich. So, hier haben wir. Hier fehlt noch diese letzte Stufe. Oh Gott, ey, ist das alles teuer. Von den Punkten her. Wobei ich bin auch einfach nur scheiße, dass ich hier die ganze Zeit keine Punkte bekomme. Portal, ich verkacke Monkey Town Docks gleich am Anfang. Okay, das ist natürlich auch schon so eine andere Mission hier, ne? Hier haben wir 4 Eingänge. Boah, ist das alles räudig. Mach mal Blue Oasis Impoppable. Ich denke, das kriegen wir hin. Oder Time Trial. Da kommt ziemlich. Okay. Wir machen mal Time Trial. Kommen wir von oben rechts. Oh, na klar, wir können ja hier Go Go drücken. Du wirst natürlich nicht übertreiben, ne? Sich hier nicht wie der King fühlen. Aber ich denke, die Dart Monkeys sind hier schon eine gute Wahl. Brauchen natürlich noch was irgendwie, um die Leads kaputt zu machen. Dafür werden wir den Boomerang mit Turm benutzen. So, dann machen wir hier auf jeden Fall 25, wobei der Bionic Boomer ist gleich noch besser. Und wir haben ein paar Runden Go gemacht hier. Bionic Boomer. Ich denke, das sollen wir hinkriegen. Machen wir hier nochmal einen. Triple Darts. 1, 2, 3, 4, 5. Ich meine, ich werfe jetzt so viele Dart-Pfeile gerade. Ups. Ach, das Wasser. Noch ein paar Runden Go hier. Der auch. Doppelt zu schnell. Da auch nochmal der Attack-Speed dazu. Ich denke, den Supermarkt können wir gleich mal hinsetzen. Aus Wasser wollte ich noch was anderes. Und Bukanier schon ganz gut. Boah, hab ich viel Kohle bekommen. Wie, ich bin schon durch? Na dann, go, go. Hopp, hopp, Runden hier. Shots very fast. Shots fast and furiously. Das ist noch gesperrt. Dann werden wir hier mal einen Supermonkey hinsetzen. Go, go, go. Plasma Blast. Sun Warshipper, denke ich, werde ich gleich übernehmen. Und wieder 5 Runden von 5 neue Dinger gemacht hier. Ah, ich kann die Runden echt schwer einschätzen, ne? Das ist echt schwierig. Zack. Sonnentempel. Hab mal ein paar Runden Go gemacht. Übrigens Camo Detection. Ich denke, wir werden auf jeden Fall mit jedem Camus kaputt machen müssen. Dass jeder hier Camus kaputt machen kann. Jo. Auf geht's, nächste. Go, go, go. Wenn die durchkommen sollten, bin ich sie natürlich ziemlich am Arsch, ne? Was ist denn da los? Achso, die greifen den Schild an. Von dem scheiß Blumen. Von dem Moab. Oder die Wengen Stunt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja.
Ja, die werden gestunt. So viele Elektrotürme. Wäre ich gar nicht so schlecht dabei, ne? 500 haben wir nur noch. Go, 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 go. Ich habe alle beendet jetzt mal. Gut, es hat ja auch eine einfache Map gewesen. Auf Monkey Meadows hätte ich das natürlich nicht geschafft. Platsch! Auseinandergenommen. You win! Rank up! Oh, alle 5. Oh, ich krieg gar nichts dafür. Doch hier 2 BP, oder? Ja, habe ich bekommen. Aber wurde, also wurde nicht angezeigt. 1 BP? 2 BP? Ich habe 2 5 dazu bekommen. Ich hatte von 10, glaube ich. Okay, Time Trial ist nicht so cool. Ich müsste doch eigentlich für die einzelnen Etappen ja was kriegen, oder nicht? Oder ist das nur hier so? Ist ja doof. Ja, stell mir vor, bei Monkey Meadows muss ich das machen. Dann müsste ich halt die Türme eher auf da hinten hinsetzen, hier hinten auf die hintere Ebene. Gut, meine lieben Freunde, das war meine kurze, knackige Time-Attack-Runde auf Blue Oasis, auf dem einfachsten. Ja, ich hätte es noch ein bisschen schneller machen können, ihr seht da, die Dings noch nicht ganz oben. Best Time 2, also 4 Minuten 23. 4 Minuten 43. Okay. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, ich danke fürs Zusehen. War eine kurze Folge gewesen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.